Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es einen Hardware-Test und zwar habe ich die B-Haptics-Weste TecTot getestet für euch. Und ja, ich hoffe, im Laufe des Videos kann ich euch einiges zu dieser Weste sagen und erklären und ja, kann meine Eindrücke schildern. Als allererstes muss ich sagen, das Teil schafft es, einen noch tiefer in die VR-Welt hineinzuziehen. Ja, die Immersion ist viel größer. Ich habe zum ersten Mal wirklich das Feedback erlebt, wo bin ich jetzt gerade getroffen worden, egal ob hinten, links, rechts, Schulter, vorne irgendwo im Brustbereich, Bauchbereich. Also das Teil deckt echt im Oberkörper fast jede Region ab und ja, das Teil hat 40 kleine ja, Vibrationsmotoren eingebaut und ja, auch die ganze Verarbeitung, die Nähte, das ist alles echt so gut gemacht. Also von der Qualität her gibt es hier echt nichts zu meckern und Reißverschluss ist auch echt super gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal, wo die ganzen Motoren liegen und so sehen die kleinen Vibrationsmotoren aus. 40 Stück gibt es an der Zahl, die sind hier überall verbaut, in der ganzen Weste. Hier kann man wahrscheinlich auch reinschauen. So, hier, ne, da seht ihr sie auch und ja, die machen ganz schön gut Power, muss ich sagen. Also in manchen Spielen hat man echt das Gefühl oder erschreckt sich echt dabei, weil es auf einmal von hinten irgendwo einen Schlag gibt oder eine Vibration und echt nicht schlecht. Hier ist der Akku verbaut und der soll 15 Stunden wohl halten. Da gibt es aber eine kleine ja, Prämisse, da gehen wir gleich mal drauf ein, wenn ich euch die Seite mal zeige. Stört überhaupt nicht, kann hier über USB C geladen werden und ja, der hat hier einen kleinen Knopf. Darüber kann man das ganze Ding hier pairen und jetzt ist er im Pair-Modus, sucht seinen Bluetooth-Dongle und ich habe den auf dem Mainboard benutzt. Das ging ohne Probleme, ich habe da ja eine kleine Antenne dran und ja, die konnten sich super schnell finden und pairen. Ansonsten könnt ihr auch so einen USB-Bluetooth-Dongle nehmen, das funktioniert auch, ist auch kein Problem. Also Verbindung ist hier komplett kabellos. Und ich habe es sogar mit der Quest getestet, Quest 1, Quest 2, könnt ihr hier mit outpairen und da gibt es auch ein paar Spiele, die unterstützt werden. Ich habe jetzt Thrill of the Fight getestet und das seht ihr nachher auch im Video, da habe ich auch ein kleines Video zu gemacht, aber zu den Gameplay-Videos komme ich am Ende, die lasse ich einfach am Ende mal laufen, dann könnt ihr mal sehen, ja, was passiert ist und wo ich dann diese Stöße oder Vibrationen dann merke und ich bin echt beeindruckt, wie gut sich das dann echt anfühlt in einigen Spielen. Das ist das erste Mal, dass ich so ein richtiges Feedback habe, was ist gerade passiert in VR. Wo hat es mich erwischt? Und ja, gerade in Shootern ist das ja mega wichtig, wenn man auf einmal merkt, oh, ich bin hinten getroffen worden, also schnell umdrehen. Ne? Also klar gibt es Spiele, die das über so einen kleinen Blutspritzer oder so markieren auf dem Bild, links, rechts, oben oder unten. Dann weiß man, okay, hinten getroffen, vorne, links, rechts. Aber das selber zu spüren, ist nochmal was ganz anderes und hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Der Preis hat mich aber auch beeindruckt. Das Ding liegt, glaube ich, bei $560. Also im Shop kann ich den Preis momentan nicht abfragen, weil das Teil hier ist ausverkauft. Es gibt mehrere Einheiten davon. Also für den ganzen Körper gibt es solche Gimmicks, sage ich mal, oder Zubehör. Da gehen wir gleich auch mal drauf ein. Bei Thrill of the Fight ist der Oberkörper natürlich gut abgedeckt. Man merkt, wenn man an der Schulter getroffen wird, Bauch und so. Aber natürlich gehen die meisten Schläge immer mitten in die Fresse rein, ne? Kann man so schön sagen. Und ja, da stört es natürlich auch, dass man da kein Feedback hat. Und da gibt es natürlich auch was von B-Haptics. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Es gibt wirklich für die Hände gibt es was, für die Arme Vibrationen und auch für die Füße. Und ja, sowas hätte ich echt gebraucht bei Thrill of the Fight. Es war cool, aber trotzdem fehlt da noch was. Das beste Erlebnis hatte ich echt mit Half-Life Alyx, muss ich sagen. Also was man da am Körper spürt, echt mega. Onward hat auch Spaß gemacht, weil wenn man da getroffen wird, weiß man auch, woher die Schüsse kamen. Also das fühlt sich auch echt gut an. Pavlov wird leider nicht unterstützt, nur über Audioquelle. Und ja, es gibt native
Spiele, die nativ unterstützt werden von BeHaptics. Also da ist das mitten im Spiel schon integriert. Dann gibt es Mods für einige Games. Half-Life Alyx ist so ein Spiel, das wird per Mod, wird die BeHaptics-Weste da integriert. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das über die Audioquelle zu machen. Und da gibt es auch nochmal zwei Modis. Eine schlechtere, die auf jeden kleinen Bass oder Pop reagiert und dann mehr oder weniger da vibriert. Und dann gibt es nochmal den Modus Advanced, heißt der, glaube ich. Da ist das im Spiel wirklich integriert, dass nicht die ganze Zeit irgendwie vibriert, ne? Sondern wirklich gezielt, wenn man irgendwo draufschlägt, wenn man irgendwie schießt und so, ne? Aber das ist eher nicht so toll, meiner Meinung nach. Also diese Nativunterstützung und gute Mods haben mir bisher am besten gefallen. Und ja, also man muss sich echt überlegen, ist es das wert, 560 Euro oder sagen wir einfach mal 600 Euro für diese Weste hier. Ist echt eine Stange Geld, muss man echt sagen, aber es macht auch tierisch Spaß, damit zu spielen. Und ich habe heute die Meldung bei Twitter gelesen, dass Phasmophobia auch die BeHaptics-Weste unterstützen wird in den kommenden, weiß ich nicht, in kurzer Zeit stand da. Und da bin ich mega gespannt drauf, wie sich das dann anfühlt. Und ich hoffe, ich kann es dann auch nochmal vor euch testen. Da werde ich dann mit Sicherheit auch einen Livestream drüber machen, wenn es dann möglich ist. Und gerade in Horrorspielen, ne, gibt das einen nochmal einen Mega-Kick, glaube ich. Und ja, auch mega Angst, ne, glaube ich auch. Also ich glaube, da kann man sich schon echt in die Hosen machen. Ja, Leute, das erstmal dazu. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Weste, stellt die gerne in die Kommentare. Ich versuche dann alles zu beantworten. Ihr könnt mich aber auch gerne auf den 3 Flatingo-Discord besuchen. Link ist unten in der Beschreibung. Aber jetzt wollte ich noch mal kurz mit euch die Homepage abgehen und mal ein bisschen was dazu erklären. Und ja, dann sehen wir uns gleich dann wieder. So, hier sind wir auf der BeHaptics-Seite und gehen wir mal die ganzen Sachen durch, die es so gibt. Also es gibt einmal Tactile, das ist wirklich so ein Facecover, was man da draufsetzen kann. Dann Tactot, was ich jetzt hier getestet habe. Dann gibt es nochmal Tactosi, das ist für die Arme, ne? Da kann man sich hier dran machen. Und dann gibt es noch was für die Hände, da sehen wir ganz gut, dass oben, ja, es ist wie so ein Handschuh, glaube ich, den man sich da halb überzieht, also so oben drauf hier, ne? Und dann gibt es nochmal was für die Füße, was man sich oben über die Füße oder die Schuhe drauf machen kann. Und hier sehen wir auch nochmal ohne diesen Schutz. Und da sehen wir die ganzen Vibrationsmotoren. So, da sehen wir dieses Facecover nochmal. Und hier steht es auch nochmal. Achso, ich hab noch eben gar nicht gezeigt, dass man das auch gut verstellen kann, also für etwas kräftigere, da kann man das wirklich gut anpassen, das Ganze. Ich zeige euch das mal ganz kurz, bevor wir weitermachen. Und zwar hat das hier an der Seite, hat das einen Klettverschluss, den man ja weiter oder näher zusammen machen kann. Dann macht man das einfach, das zieht man einfach rum und fertig ist die Sache und ist mega bequem, man kann sich das echt gut nah dran ziehen, dass die Sensoren auch gut anliegen auf der Haut, das ist natürlich auch wichtig und dann geht der Spaß auch schon los. So, und hier steht das 15 Stunden Playtime und da geht jetzt hier, das ist die Prämisse, wenn alle Feedback-Points, also wenn alle Feedback-Punkte oder Vibrationsmotoren eine Sekunde lang an sind für in jeder 10 Sekunden, also alle 10 Sekunden, eine Sekunde lang sind die an und dann hält das Ganze 15 Stunden und 15 Stunden ist schon einige Zeit, also ich habe maximal, glaube ich, so 2 Stunden gespielt und das Ding ist immer noch nicht leer, also kein Problem. Und da gibt es dann hier nochmal für einen Backpack-PC, das haben wir natürlich nicht. Aber das ist jetzt halt interessant hier. Facial Interface. Und das ist für Boxen natürlich gut. Und beim Boxen, das seht ihr nachher auch in dem Quest-Video, da kann man wirklich alle Sachen, die ihr hier seht, die kann man wirklich pairen. Und die werden von Thrill of the Fight dann auch erkannt. Und werden dann auch im Spiel umgesetzt. Und ja, das ist natürlich mega, wenn man das dann wirklich auf dem Gesicht auch spürt, dass man getroffen wird, ne? Also hier sind 6 Vibrationsmotoren drin. Und
Hier steht noch was, Facial Interface from VR Cover is required for Valve Index Oculus Quest. Okay, also man braucht hier wirklich ein Cover von VR Cover. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. So, dann haben wir jetzt hier nochmal für die Arme 12 Vibrationspunkte. Und ganz wichtig, hier können auch diese Vive-Tracker drauf gemacht werden, sind natürlich nicht included, steht hier, also sind nicht beim Paket dabei. Aber das ist natürlich cool für ja, Blade & Sorcery, da hat man ja auch wirklich Sachen, wo man Vive-Tracker benutzen kann an die Füße, dann kann man auch wirklich selbst treten, das ist auch cool. Habe ich auch noch nie gemacht, die Tracker sind einfach zu teuer, meiner Meinung nach. Und ja, hier haben wir das Ganze für die Füße. Und hier kann man dann auch Vive-Tracker drauf machen. Jetzt gucken wir uns mal die Preise so an. So, hier dieses Facial Interface, das kostet $150. Und ist natürlich auch schon mal nicht günstig, sage ich mal. Ne? Dann haben wir die Arme, die kosten $250. Und hier steht dann immer noch, was hier für Batterien drin sind oder Akkus. Hier haben wir die Hände, auch $250. Na, hier sehen wir die Vive-Tracker, die da oben drauf geschnallt werden. Und hier sind die Füße, auch $250. Und ja, die Tektot-Weste ist leider ausverkauft und ja, die lag, glaube ich, irgendwie bei $560 oder $600. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Konnte ich jetzt auch nicht wirklich nachgucken. Aus einem deutschen Shop, da habe ich die für €560 gefunden. Ja, Leute, hier gibt es auch noch mal eine Seite, da kann man sich anschauen, was jetzt hier im Endeffekt unterstützt wird. Und ja, hier haben wir die ganzen Spiele. Onward habe ich gezeigt, habe ich getestet für euch, habe ich aufgenommen, das seht ihr nachher. Half-Life Alyx habe ich aufgenommen, Blade & Sorcery auch. Thrill of the Fight, aber mit der Quest. Und ja, hier seht ihr alles, was wirklich unterstützt wird und was über Mod ja, Support erhält. Und da muss man dann halt Dateien einfügen. Und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal anhand von Blade & Sorcery und danach geht es dann halt weiter. Wenn ihr für irgendein Spiel, was ihr hier seht, eine Mod braucht, wie bei Half-Life Alyx, Blade & Sorcery, VR-Chat, dann könnt ihr das so machen, dass ihr auf den jeweiligen Spiel einmal draufklickt. Dann könnt ihr einmal auf Mod drücken, dann werdet ihr weitergeleitet zur Nexus Mod Seite. Dort meldet ihr euch natürlich an, das habe ich hier schon erledigt. Und dann gibt es hier unter Files das passende B-Haptics File, was ihr braucht, um die B-Haptics Weste mit Blade & Sorcery zu benutzen. Und das Ganze ladet ihr dann einfach runter. Klickt auf den Slow-Download-Button und dann läuft die Zeit. Und nun speichern wir dieses File erstmal ab. Und dieses File müsst ihr jetzt genau unter diesen Pfad installieren. Oder entpacken, sagen wir mal. Installieren brauchen wir nichts. Wir entpacken diese Datei einfach nur und schon ist Blade & Sorcery mit der B-Haptics-Weste spielbar. So, ich habe das Ganze jetzt hier schon mal vorbereitet. Hier ist der Pfad, der Steam-Pfad von Blade & Sorcery, wo wir das Ganze reinkopieren müssen. Und hier haben wir die Datei, die runtergeladene von Nexus Mods. Und die entpacke ich jetzt erstmal hier. Dann gehen wir einfach rüber, packen uns die in einen kompletten Ordner und kopieren den in den Streaming-Assets-Ordner rein, unter dem Pfad, den wir auch bei Nexus Mods gesehen haben. Jetzt starten wir einfach den B-Haptics-Player. Und ich starte jetzt die Weste, dann müsste die Weste gepairt werden. So, genau. Hier kann man einmal auf den Button drücken mit der linken Maustaste und dann fängt die ganze Weste an zu vibrieren und man weiß, okay, man ist gepairt. Und normalerweise erscheint hier noch, dass die Weste jetzt gepairt ist mit so einem grünen Balken. Aber das haben wir jetzt schon hier erledigt. Und ja, jetzt starten wir einfach VR, starten Blade & Sorcery und schon haben wir die komplette Unterstützung
mit der Behaptics-Weste bei Blade & Sorcery. Und so einfach geht das auch für Half-Life Alyx und alle anderen weiteren Spiele, die ihr da seht, wo ihr diese Mod für braucht. So, jetzt wisst ihr schon mal, wie das ungefähr aussieht, wenn man sich die Mods installieren muss. Und ja, bei Half-Life Alyx gibt es dann noch eine Datei, die man vorher ausführen muss und dann auf Start drücken muss und dann erst Half-Life Alyx startet. Und das ist so ein bisschen bei jedem Spiel unterschiedlich. Aber es sind immer super gute Erklärungen in diesen Paketen dabei und eigentlich kann man da nicht viel falsch machen. So, Valhalla habe ich für euch auch schon gezeigt im Livestream, Rindu habe ich gezeigt im Livestream und ja, war halt auch cool, aber bisher, also mir, ihr seht es nachher bei Half-Life Alyx, aber Half-Life Alyx war bisher am besten, also das ist so geil. So, da gibt es den nativen Support für Oculus Quest und ja, hier wird auch Onward, Hyperdash, Thrill of the Fight, da seht ihr gleich das Video zu, Death Horizon, Crisis Regrade und hier ist SideQuest, also SideQuest kann man das Spiel umsonst halt auf die Brille laden via SideQuest und wenn ihr da auch ein SideQuest-Erklärungsvideo haben wollt, schreibt es einfach unter die Kommentare, dann werde ich eventuell noch mal was machen. Apex Construct, da wollte ich sowieso ein Gameplay zu aufnehmen, das wird auch unterstützt, auch echt cool. Und ja, das sind die Quest-Spiele, so die ihr hier seht. Und dann gibt es Audio to Haptic und ja, hier steht zwar Headpick, aber die meinen Haptic. Und ja, hier gibt es diesen Modus, dass man den Behaptics-Player, den man benötigt, dann auf Audio stellt und dann wird auf den Audio-Sound gehört und ja, alles, was so ein bisschen lauter ist, wird dann umgesetzt in Vibration. Und hier steht auch nochmal extra bei den Advanced-Sachen, da steht aber dann auch Steam VR only. Advanced Audio-to-Haptic Mode is available on Behaptics-Player for Steam VR games only. When the advanced mode is selected, haptic feedback is generated not only based on the audio output, but also based on the basic in-game events. Also das Spiel gibt wahrscheinlich dann auch nochmal irgendeine Info raus. Das passiert hier gerade und mit dem Audio-Sound passiert dann da was bei den Advanced-Sachen und wird wahrscheinlich auch vielleicht ganz gut sein, aber nicht so wie ein nativer Support. Das kann einfach nicht so gut sein wie ein nativer Support und ja, aber trotzdem gut, dass es sowas gibt. Ich habe es getestet bei Pavlov, bei Onward mit dem Audio Haptic und es ist okay. Also man merkt dann halt aber auch bei jedem Schritt, bei jedem Sound, der dann über die Schritte kommt, dass die Weste dann auch so ein bisschen rumbelt, sage ich mal. Ne? Aber es ist okay. Bei den Schüssen gibt es einen richtigen Knall, aber nativ hat mir besser gefallen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in die Großaufnahme hier. Also das Teil ist echt gut, macht Spaß und ich ziehe das jetzt mal ganz kurz an. Dann seht ihr auch, wie schnell man das eigentlich angezogen hat. Ist überhaupt kein Problem. Aber denkt vorher dran, wenn ihr das anzieht, dass ihr vorher gepairt habt. So, und jetzt kann man sich die Dinger noch mal lösen. Ne, wenn man etwas kräftiger gebaut ist, muss man die auseinander, ansonsten zieht man die einfach zusammen und macht den Klettverschluss einfach zu und fertig ist die Sache. Und ja, man fühlt sich so ein bisschen wie ein kleiner Soldat, sage ich mal. Besonders bei ja, Onward und so macht das natürlich auch nochmal was aus, dass man ein bisschen tiefer in die Immersion gezogen wird. Und ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt die einfach in die Kommentare und ich kann nur für meinen Teil sagen, das Teil ist echt genial, also mir gefällt es mega, aber man muss echt sagen, ist man bereit dafür fast 600 Euro zu zahlen, damit man halt Vibrationen beim Spielen hat. Wenn ich jetzt echt zu viel Geld hätte, was ich nicht habe, würde ich sagen ja, aber das muss jeder individuell für sich entscheiden. Das Teil ist gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das überhaupt keinen Spaß macht, aber meiner Meinung nach ist es ein Tick zu teuer. Aber da steckt natürlich auch mega viel Technik drin und das Ganze aufzubauen wird nicht wirklich günstig sein, denke ich mal. Und ja, von daher wird der Preis auch gerechtfertigt sein. Aber das Geld muss man auch erstmal haben. Aber es ist ein Hardware-Accessoire für alle VR-Brillen, der richtig Spaß macht. Und
irgendwann werde ich mir mit Sicherheit, wenn ich es finanziell mir erlauben kann, so ein Ding kaufen, weil es einfach mega Spaß macht. Ein ganzer Anzug wäre natürlich umso geiler, aber ja, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, ne? Also die Oasis wartet schon, aber ganz nah dran sind wir noch nicht. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen über die Weste erklären, zeigen und ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare und ich lasse jetzt einfach mal meine kleinen Gameplay-Ausschnitte laufen und könnt ihr euch gerne auch anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und dranbleiben. So Leute, ich habe die BHaptics-Weste jetzt mit der Oculus Quest verbunden über Bluetooth und Thrill of the Fight unterstützt das auch für die Quest 2, für die Quest 1. Und ja, wir müssen einfach nur hier drauf drücken. Und das, was ich jetzt schon gemacht habe, ist einfach hier drauf drücken. Dann wird die Weste gepairt und ihr könnt die im Spiel nutzen. Also wir haben hier noch ganz andere Sachen von BHaptics, ne? Hier haben wir für den Vorderarm links, rechts, für die Hand. Links, rechts, das wäre natürlich auch genial, sowas für ein Boxgame. Und ich glaube, das ist wirklich für vorne im Gesicht. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was wir machen müssen. Und dann können wir uns einen Fight aussuchen. Ja, wir machen den mal einfach mal, weil nichts anderes verfügbar ist. Oder hier, das Sparring wäre jetzt uninteressant. Und starten mal. Ich bin gespannt, was man so merkt. Gut, die Gesichtsschläge merkt man natürlich nicht. Oh ja, den Tiefschlag habe ich jetzt gemerkt. Ja, hinten an der Schulter auch. Ja, vorne auf die Brust. Ah, das fühlt sich schon genial an. Aber man müsste jetzt echt auch noch fürs Gesicht was haben. Und für die Fäuste wäre natürlich auch cool, wenn es dann immer ein bisschen rumbelt, wenn man trifft. Wieder eine Seite hier vorne. Das ist echt genial. Der hat wieder eine Schulter getroffen gerade. Also die Körpertreffer, die merkt man echt deutlich. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Also man merkt ja echt deutlich hinten, hier eine Seite, hier eine Seite. Also ist schon cool als Feedback, als Trefferfeedback. Und wenn ich denke, dass man hier noch an den Fäusten was hätte, eventuell im Gesicht, wäre es echt genial. Ne? Also wäre für dieses Spiel halt mega, mega gut. Und ja, was sagst du? Gehen wir zum nächsten Spiel, oder? So, los geht's. Merke ich jetzt nicht so wirklich. Vielleicht ein bisschen so knistern. Wow! Okay. Der hat mich jetzt hier komplett getroffen. Oh, fein. Jetzt bin ich gespannt. Komm. Treff mich. Wow. Oh, das hat. Das hat echt wehgetan. Nein, aber man merkt es echt genau, an welcher Stelle man. Wow, die schreit ja auch noch. Boah. Na komm, mach nochmal. Wieder, boah, das ist echt cool. Gefällt mir. Komm, jetzt mach ich mal hinten, ob ich da was merke. Ja. Oh, jetzt merke ich. Oh, an der Schulter hat sie mich gerade getroffen. Im Zeitlupen-Modus vibriert das Ganze auch. Fühlt sich echt cool an. So ein richtiger Herzschlag pochen. Na komm. Mal wütend hier. Oh ja, jetzt habe ich hier komplett einen Streifen drüber gekriegt. Ja Leute, soll ja nur eine kleine Einführung sein und ich merke die Schäden überall, also ob vorne, ob hinten, Seite.
Und es fühlt sich echt gut an. Genau die Pfeile auch, genau wo die eingeschlagen sind, wo ich die hier gesehen habe, gab es auch diesen, ja, dieses Feedback, dieses Vibrieren und fühlt sich echt cool an. Und ist auf jeden Fall, ja, mega geil im Blade & Sorcery. Ja, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Game. So Leute, jetzt sind wir hier im Game von Hellbreakers und ja, wir können nicht wirklich gehen, wir können nur teleportieren. Und das merkt man gut. Boah. Also hier macht die ganz schön viel Kraft, die Weste. Boah, wow. Also hier merkt man das richtig gut. Boah. Heavy. Richtig, richtig heavy. Gefällt mir. Hier kommt die Weste echt gut zur Geltung, auch wenn das Spiel jetzt nicht der Knaller ist. Wow. Ja, Leute, also ich will dir nicht so mega viel Gameplay zeigen, aber hier macht sich das Spiel echt bemerkbar mit der Weste. Also kann man schon fast mit Half-Life Alyx vergleichen, meiner Meinung nach, von den Effekten her. Ne? Nicht vom, bloß nicht vom Gameplay oder so, aber von den Effekten für die Weste echt mega. Man merkt echt jede Kleinigkeit, wo was passiert und ja, cooles Game und ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal Onward an. Ja Leute, es gibt da draußen mega viele Onward-Fans und es war auch mal eine Frage im Chat, ob Onward mit der Behaptics-Weste funktioniert und ja, sie funktioniert, wird unterstützt, komplett ohne Mod und das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren und ja, wir packen uns jetzt einfach mal hier was. Loadout 1 und ich bin absoluter Noob in dem Game, nur so viel, ne? Und ja, bin gespannt, wie sich hier die Behaptics-Weste macht und ob man wirklich ganz genau merkt, wo man getroffen wurde. Oh, sieht schon cool aus, muss man sagen. Ich habe gerade richtig im Bauch gemerkt, dass ich getroffen wurde. So, ich versuche mich das nochmal in den Rücken schießen zu lassen. Braucht eine Einladung? Was ist das für eine KI? Ja, am Rücken merke ich auch, wenn der trifft. Ja. Mega. Also man merkt direkt, wo man getroffen wird. Egal wo, und das machen wir jetzt nochmal. So, jetzt aber den Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen erhöht. Hat sich schon verbessert, das Game hier, muss ich sagen. Wo sind die Gegner? Oh, wo der eine ist, können die anderen nicht weit sein. Komm, schießt! Schießt!
Oh, geil. Bam, 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 bam. Mega, Leute. Mega. So, Leute, ich bin jetzt hier mitten in Half-Life Alyx, wie ihr seht. Und als erstes möchte ich euch diese Medic-Kit-Station zeigen. Und dann mal schauen, was hier passiert. Denn das ist echt der Hammer. Ich meine, ihr könnt es nicht sehen, ich kann es dann nur beschreiben. Aber die Behaptics-Weste mit Half-Life Alyx ist der Hammer. So, fangen wir an. Und schon vibriert das ganze, die ganze Weste, und man merkt irgendwie, dass man ja geheilt wird. Also es fühlt sich echt cool an. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Schauen wir mal, was wir noch probieren können. Ich packe mir schon mal eine Knarre hier. Werde die mal voll machen. Sogar das Nachladen merkt man hier. Richtig, richtig cool. Oh, ich habe vergessen, wie geil das hier aussieht mit Half-Life Alyx. So, das wäre ein cooler Test hier. Wir lassen uns jetzt mal von so einem Ding hier reinziehen und mal schauen, was ich dann an der Weste spüre. Wow! Okay. Also man merkt auf einmal, wie die Weste irgendwie zusammenzuckt, und man merkt auf jeden Fall, dass man gepackt wurde. Also mega cool. Auch das, was ich in den Rucksack reinpacke, das merke ich sofort. Okay. Mal gucken, wenn ich getroffen werde von dem Kamerad hier. Boah, ja. Das ist geil. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Boah, wieder getroffen. Auch wenn ich schieße, merke ich dieses Rumpeln. Okay, down. Aber Leute, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer, muss ich sagen. Oh. Das ist geil. Echt genial. Habe ich die Gegner schon? Nee, ne? Ja, doch. Okay, ich versuche jetzt nochmal. Aber ich merke, wenn ich selber schieße, so ein kleines Rumpeln. Weiter geht's. Boah, jetzt habe ich hier an der Seite reingekriegt. Es fühlt sich in dem Spiel hier mega an. Also ich lasse mich jetzt hier nochmal treffen und töten. Boah, das geht von hier bis nach hier. Also absolute Wahnsinn. Ja, kill mich doch, wenn du kannst. Ja, Leute, also bisher geilstes Game mit der Behaptics-Weste. Also dafür lohnt sich nochmal komplett durchzuspielen, würde ich fast sagen.